Prag ist wirklich toll. Eine romantische und schöne Stadt. Überall sieht man glückliche Pärchen. Hallo? Ich bin hier, um meine zukünftige Frau zu finden. Katharina wird die besten Dates für mich aussuchen. How are you today? Welcome. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin energiegeladen und freue mich auf meine Verabredungen. Dazu kommen wir noch, keine Sorge. Heute möchte ich aber zunächst einmal eine kleine Bestandsaufnahme machen. In Tschechien spricht man nicht gerade offen über Neurodiversität. Aber ich habe Erfahrung mit Kunden, die ins Autismus-Spektrum fallen. Bei ihnen gehe ich genauso vor wie bei allen anderen. Zunächst gebe ich ihnen genau das, was sie sich wünschen. In Harolds Fall groß, sportlich, blond. Und wenn das dann nicht funktioniert, gebe ich ihnen, was sie wirklich brauchen. Und auch verdienen. Kannst du dir wirklich vorstellen, dein Leben auf den Kopf zu stellen und dich voll und ganz auf eine Beziehung zu konzentrieren? Ich habe sehr an mir gearbeitet, um bereit für eine Beziehung zu sein. Diese Einstellung gefällt mir. Als Autist aufzuwachsen war nicht leicht. Es fiel mir schwer, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich habe eher über intellektuelle Dinge gesprochen. Ich wollte mich so gern mit anderen austauschen, aber fand keine Anknüpfungspunkte. Du scheinst große Fortschritte gemacht zu haben. Das freut mich sehr für dich. Vielen Dank. Für deine Dates rate ich dir Folgendes. Erstens, sei du selbst. Du kannst eh kein anderer sein. Und zweitens, höre aktiv zu und nimm dich selbst ein wenig zurück. Frauen mögen es, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Willst du wissen, was ich mir für dein erstes Date überlegt habe? Na klar. Es ist eine Tretbootfahrt mit einer Frau namens Theresa. Klingt toll. Freust du dich? Ja, das passt gut. Sie ist 26 und hat eine tolle Figur. Sehr sexy. Du wirst nicht enttäuscht sein, was das Aussehen betrifft. Und auch vom Wesen her könnte sie gut zu dir passen. Sie ist eher ruhiger. Ihr beide habt ähnliche Ziele im Leben. Sie war bisher immer mit untreuen Aufreißern zusammen. Davon hat sie die Nase voll. Du bist auf jeden Fall ein anderer Typ Mann. Für mich als Autist ist Dating eine Herausforderung. Ich muss versuchen, mich in die andere Person hineinzuversetzen. Und aktiv zuhören ist nicht gerade meine Stärke. Hoffentlich kriege ich das hin, damit ich gut auf sie eingehen kann. Und natürlich wünsche ich mir jemanden, der mich so mag, wie ich bin. Sie könnte die Richtige sein. Oder auch nicht. Bleib entspannt. Sie klingt traumhaft. Ich freue mich. Ein bisschen viel Brusthaar, aber vielleicht gefällt's ihr. Das ist meine erste Verabredung seit 6 Jahren. Ich spüre Kribbeln im Bauch und bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, ihr Herz zu erobern. Für Harolds erstes Date habe ich mir eine Tretbootfahrt überlegt. Theresa ist genau der Typ Frau, den Harold sich wünscht. Blond und gut aussehend. Sie möchte eine Familie gründen und ist bereit, in die USA zu ziehen. Sie wünscht sich einen anständigen, sanftmütigen Mann. Von daher ist Theresa die perfekte erste Kandidatin für Harold. Hallo. Theresa? Ich bin Harold. Hallo. Oh, excellent. Step here. Abgefahren. Hello, I'm Teresa. Hallo, ich bin Theresa. I'm Harold. Yeah, nice to meet you.
Steuern könnt ihr mit dem Hebel da. Okay. Nice. Kann's losgehen? Yes. Oh, sure. Wie geht's dir? Gut, und dir? Sehr gut. Was machst du? Ich fahre rückwärts, damit es nicht kracht. Okay. Unterhalten wir uns, damit ich dich besser kennenlernen kann? Yes. Ich bin 41, jung geblieben, ich trainiere und schwimme gern. Und ich bin Künstler. Ich male und zeichne. Ich habe ein Geschenk für dich. Zeig mal. Das habe ich für dich gemalt. Sehr schön. Ich wusste nicht, ob du Rosen magst. Ich weiß ja nichts über dich, aber ich wollte dir etwas Persönliches schenken. Vielen Dank. Mein erster Eindruck, Harold spricht mich nicht an, weil er eher klein ist. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich mag Männer, die rebellisch sind und spontan. Andererseits sollte mein Traumprinz auch liebevoll, sensibel und zärtlich sein. Das fehlt mir. Aber vielleicht verstehen wir uns und haben einfach Spaß. Hast du Haustiere? Nein, aber ich mag Hunde und Katzen und Vögel. Zu Hause hatten wir einen Vogel, der wurde 30 Jahre alt, aber dann ist er gestorben. Es lag nicht am Alter, sondern an einer Infektion durch Erdnüsse. Erdnüsse? Ich habe ja eine Vogelphobie. Ich habe Katharinas Ratschlag befolgt und denke schon, dass ich ein guter Zuhörer war. Ich habe viele Fragen gestellt und versucht, die Unterhaltung am Laufen zu halten. Ich habe ihr Gelegenheit gegeben, mir Fragen zu stellen, aber das hat sie nicht. Ich wünsche mir eine Beziehung, in der die körperlichen und geistigen Aspekte ausgeglichen sind. Wie beste Freunde mit viel Spaß. Und der Sex sollte nicht zu kurz kommen. Was ist das Wichtigste für dich? Dein Vergnügen. Da unterscheiden wir uns. Für mich kommt mein Vergnügen zuerst, dann der Partner. Das passt doch. Wonach suchst du? Findest du mich attraktiv? Sei ruhig ehrlich. Nochmal bitte? Bin ich attraktiv?